ist schwer gerade für mich auch zu erklären. War umkämpftes Spiel, ausgeglichen, glaube ich. Wir haben alles reingeworfen, die Kaiserslautern auch, und haben dann die eine Situation, wo wir in Führung gehen. Und dann müssen wir das über die Runden bringen. Ja? Sehr bitter. Es fühlt sich gerade wie eine Niederlage an, auch wenn wir einen Punkt gewonnen haben. Aber wir dürfen uns dann den Sieg nicht genommen lassen. Es gab Diskussionen über die Position des Freistoßes. Der war hinter der Mittellinie in der Cottbuser Hälfte. Zuvor war aber abseits gepfiffen worden. Der hätte eigentlich gar nicht da stattfinden dürfen, oder wie sehen Sie das? Ja, das ist das, was ich vom Schiedsrichter gesagt habe. Und er sagt, es ist eine neue Regel anscheinend, die keiner von uns weiß, dass wenn ein Spieler im Abseits steht und ins Spiel angreift, in der eigenen Hälfte, dann findet da der Freistoß statt. Das ist für mich absolut sinnlos, aber der Schiedsrichter hat es mir so erklärt. Aber wir können trotzdem die Situation verteidigen. Freistoß ist 40 Meter von unserem Tor weg, und da müssen wir einfach konzentriert sein, bis in die letzte Sekunde sein und die Situation klären und dann hinzu spielen. Wir waren gut eingestellt, und ich glaube, das war wirklich die einzige Chance, das einzige Mal, dass jemand frei abschließen konnte. Und so bitter war, dass der kurz im Schluss dann reingeht. Aber wir haben ein super Spiel gemacht, hätten heute auf jeden Fall die 3 Punkte verdient gehabt. Aber so ist es. Ja, man macht jetzt 10 Minuten über dem Strich, dann ist man wieder unterm Strich. Wenn man die Konkurrenten anschaut, bleibt bei 2 Punkten, müssen wir sehr viel liefern. 5 Spiele sind es jetzt noch. Wie geht's weiter? Ja, wir spielen nächste Woche in Lotte gegen direkten Konkurrenten, und da müssen wir dann, oder wollen wir wieder 3 Punkte holen, und dann sieht das auch wieder anders aus. Hier ist in der dritten Liga jeder Spieltag entscheidend, da hängen genug Mannschaften mit drin, und dann kommt so aufs Pentchen Glück an, dass man da ja, die Punkte holt. Und ich denke mal,